und mein Handy wegtun. Dürsig, ne? So ist gut? Ist okay. Okay. Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist mein Gast Jeremy Fragrance. Schön, dass du da bist, mein Lieber. Daniel Schredinski, Daniel Schütz, Jeremy Fragrance. Ab wann entscheiden wir eigentlich, wer wir sind? Bin ich noch der Typ, der den Abschluss in der Schule gemacht hat? Bin ich noch der, der mit 14 den Namen meines deutschen Stiefvaters genommen hat? Nur mal so als Inspiration für euch. Ihr seid nicht der kleine Luschenficker, der als Kind gehänselt wurde. Ihr seid der, der ihr entscheidet zu sein. Wenn ich sage, ich bin Jeremy Fragrance, dann bin ich Jeremy Fragrance. Wenn ich auf einmal 800.000 Euro verdiene, wie ich jetzt in den letzten 90 Tagen gemacht habe und davon über 80% Profit, bin ich jetzt der reiche Multimillionär und bin ich jetzt der geile Sack, der in den Lounges alles sagt. Weißt du, deshalb, ihr seid nicht der, in dem ihr früher eingebrannt seid. Ihr könnt jeden Tag geiler werden. Und das ist übrigens eins der Geheimrezepte, immer geil drauf zu sein. Auch wenn du minimalen Progress machst, nur ein bisschen dich verbesserst. Auch wenn du nur jeden Tag von mir aus diese Dattelsorte gib mir mehr Satiety. Oder ich schreibe mir auf Stuhlgang, Asch war gut, Deglet war besser, Punkt. Weißt du, die Sorte gibt mir einen besseren Stuhlgang. Und einen besseren Pump. Warum gibt die mir einen besseren Pump? Alle, die Fitness machen, die wissen, was ein Pump ist. Natürlich. Weil, aha, krass, Fructose-Verhältnis ganz anders bei der. Die hat viel mehr Glucose. Die pumpt mehr deine Glykogenspeise auf. Was ist überhaupt Glykogen? Und dann lernst du das. Also wir müssen uns alle erstmal bewusst sein, dass wir überhaupt existieren. Und dann ein guter Ratschlag ist, stetig sich zu verbessern. Auch wenn es so in verschiedene Richtungen sind. Weil sonst gibt's Menschen wie Robin Williams, ich weiß nicht, ob es deswegen passiert ist, der sich erhängt hat, der Multimillionär, Familienvater, Oscar-Gewinner, eigene TV-Show, alles. Aber eins der Wegs zu Key to Happiness ist eben stetiger Progress und für mich auch der Kontrast zwischen, ich bin der geilste Sack der Welt, aber auch täglich sich selbst aufs Maul zu hauen mit Fasten, mit Kaltduschen. Und naja, so Dinge, die dich einfach wieder so runterschieben. Weil in der heutigen Welt kann jeder leben wie ein König. Du gehst zum Aldi, Mindesthaltbarkeitsdatum-Ecke, -30%. Für 1,70 € kaufst du dir dann irgendwie ein Kilo Fleisch. Da kannst du leben besser als ein König vor 100 Jahren. Und dann noch hier, du musst nicht mal mehr Frauen so kennenlernen. Du kannst dich so stimulieren, dass du dir fiktive Frauen anguckst. Und es ist einfach, wir müssen uns eigentlich alle, sowieso die, die das jetzt sehen, künstlich restriktieren. Und ich spreche nicht von Moderation, das habe ich nicht auch gelernt. Moderation sind meist so Leute, die so ein bisschen, meistens so ein bisschen luschig sind, die sich so, ich mag Leute, die extrem sind. Aber was mir geholfen hat, ja, das tue ich, nein, das tue ich nicht. Ja, ich esse Fisch. Nein, ich rauche nicht. Nein, ich trinke keinen Alkohol. Und wenn du so ja, nein machst, dann ist das auch ganz einfach. Sorry, das ist aber nee, manchmal musste raus. Ich habe das gemerkt, auf. Das musste raus. Aber ich finde es sehr geil, die Energie ist gut. Ja. Die Zuschauer wissen das sicher auch zu schätzen. Du kommst jetzt nicht her, um hier irgendwie Zeit abzusitzen, sondern du hast Bock. Und ich möchte heute ein bisschen herausfinden, wie kam es überhaupt dazu? Wie bist du dieser Typ geworden? Kurzer Sprung, vielleicht mal ganz zurück in deine Kindheit. Wie bist du aufgewachsen? Ich habe mal so irgendwo deine Mama schon mal erwähnt. Ja, ganz, gesehen, so. Ganz basic, ganz normal. Älteren Bruder gehabt. So ein bisschen in der Hood aufgewachsen. Also so echt so in der Theodor-Heuss-Straße in Oldenburg, das ist so ein bisschen die Hood und so. Und dann habe ich einfach ganz normal Schule, nichts Besonderes im Prinzip. Und hin und wieder wurde ich dann als Zweiter gewählt. Das fand ich doof, weil der Patrick Nierke, der war 4 Jahre älter als ich, oder der 2 Jahre, weil der zweimal sitzen geblieben ist, hatte ein Sixpack. Und dann davor noch beim Fußball gab es den Volker, der war immer so ein bisschen besser als ich. Und ich hatte also so dieses bisschen so der Zweitplatzierte sein, das mochte ich nicht. Und ich habe vieles ausprobiert, so ich habe Kampfsport gemacht, ich habe sogar Computerspiel richtig gut gespielt und ich habe auch richtig geilen Tanzkanal auf YouTube gehabt, sehr erfolgreich. Aber als diese Parfümsache dann kam, dann dachte ich, boah, ich könnte die Number One sein weltweit, Number One, geil. Und seitdem identifiziere ich mich auch gern mit Dingen so goldene Rolex, roter Ferrari, Number One, Number One, Number One. Und immer ein weißes Outfit, ne? Das gehört auch dazu. Hast du schon mal so Kredite aufgenommen oder Schulden irgendwie? Nö, ich habe noch nie in meinem Leben Kredit. Ich habe keine Kredite, kein Management, gar nichts. Ich habe lustigerweise für die Produktion meines ersten Parfüms habe ich mir 100.000 Euro von Mutti geben lassen. 100.000 Euro von Mutti? Ich glaube 100.000 oder so.
Okay. Und dann habe ich eine Kickstarter-Kampagne gemacht. Alle mal schnell googeln. Kickstarter, Jeremy Fragrance, drei Wörter. Und dann seht ihr, ich habe 25.000 Euro gewollt, habe 738.000 bekommen für mein erstes Projekt. Das ist so eine Art Höhle des Löwens. Mutti, hier sind deine 100.000 zurück, brauche ich doch nicht. Und dann habe ich einfach so viel Parfüms produziert, wie ich brauchte für meine erste Charge von Düften. Teurer als Chanel. Und die Leute wissen nicht mal, wie der riecht. Und abgesehen davon, dass sie nicht mal wussten, wie der roch. Bis heute können die Leute die Düfte nicht testen. Die kaufen die einfach blind. Die wussten nicht mal die Duftnoten. Die wussten nur, dass es von Jeremy Fragrance ist. Und deshalb, nee, Schulden, nix, gar nichts. Ja, mir ist ganz wichtig, vielleicht auch nochmal für die Zuschauer zu sagen, dass wenn ihr solche Sachen hört, dass jemand irgendwie so einen Ferrari vor der Tür stehen hat oder sonst was, materielle Werte irgendwie anhäuft und da auch einen gewissen Luxus sich erarbeitet hat, dann ist das nicht, wo wir jetzt irgendwie sagen müssen. Kannst du eh nicht nutzen. Ich sag's dir jetzt schon, kannst du eh nicht nutzen. Du wirst Fahrrad fahren, weil du sonst ein fauler Sack wirst. Du wirst gesund essen, weil du sonst ein fetter Sack wirst. Und das war's. Die anderen Dinge sind, weißt du, Essen und Bewegung. Sonst machst du dich selbst kaputt. So ist es. Passt auf jeden Fall auf bei Schuldenfallen. Das kann sehr schnell gehen, gerade wenn man Kredite aufnimmt. Dann, ich kenne selber sehr viele Menschen, die da reingerutscht sind. Und da kommt man halt nicht ohne weiteres raus. Es fängt dann oft so an, dass man einen Kühlschrank oder Klamotten auf Raten zahlt. Und da drin sind dann wieder Zinsen versteckt, die sich läppern können. Und da kann Anyfin helfen. Das ist eine App, wo ihr eure eigenen Ratenzahlungen hochladen könnt als Fotos. Und Anyfin prüft dann, ob es vielleicht ein besseres Angebot für euch gibt. Also alle, die jetzt gerade einen Kredit haben, checkt auf jeden Fall mal die Videobeschreibung ab. Denn das ganze Angebot ist kostenlos. Also ihr könnt euch da kostenlos prüfen lassen. Wenn ihr es annehmt, ist gut. Wenn nicht, dann halt nicht. Also es ist total unverbindlich. Und Anyfin hat eine Partnerbank im Hintergrund, die dann euren Kredit abbezahlt. Und ihr zahlt dann mit Anyfin auf jeden Fall weniger. Und zwar durchschnittlich 36% weniger. Und deshalb glaube ich, ist es eine geile Win-Win-Situation. Ladet euch die App einfach mal runter. Hier gibt es noch einen Code für euch. Und bitte seid aber trotzdem vorsichtig mit Krediten. Da kann man sich echt verzocken. Und jetzt machen wir weiter. Und das habt ihr Zuschauer jetzt sicher noch nicht mitbekommen. Also Jeremy ist jetzt direkt vom Flughafen gekommen. Du kommst gerade aus Mailand. Ja, aus Mailand. Jet-Set, Parfümmesse und ja, 100%. Du bist ausgestiegen, hier reingelaufen, direkt hingesetzt und Kamera an. Geil. Und eigentlich hast du mir gesagt, hättest vor 23 Minuten schlafen müssen, weil wir 19.23 Uhr haben. Ja. Alter, warum musst du um 19 Uhr schlafen? Ganz interessant. Warum gehe ich um 19 Uhr schlafen? Aus dem folgenden Grund. Abends macht man meist eine der drei Dinge. Man isst scheiße, man guckt scheiße im Fernsehen oder man ist dumm im Kopf. Lass uns mal anders paraphrasieren. Man isst dummes Zeug, man guckt dummes Zeug im Fernsehen oder man ist selber im Kopf im Dumm, weil die ganze Brainpower ausgelaugt ist. Und wenn du Unternehmer oder irgendwas bist, dann ballerst du den ganzen Tag so durch, dass du am Abend einfach nur so bist und einfach nur noch dumm bist. Weil es ist ja auch so 80-20-Regel, die Pareto-Formel kommt immer wieder vor, in fast allen Dingen. 80-20, merkt euch das. Googelt, was Pareto bedeutet, 80-20. So, und bei mir ist eben so, bis 16 Uhr ballere ich mich voll durch, ich terrorisiere mich strategisch mit geiler Musik, mit Koffein hier und mit das, mit Stimulation da. Und dann ist einfach Feierabend. Und als ich festgestellt habe, abends besser nichts mehr essen, besser für Verdauung und all so ein Zeugs, okay, fällt schon mal weg. Ich stehe morgens um 5.11 Uhr auf, mache einarmige Liegestütze, dusche arschkalt. Ich gehe besser nicht abends weg, weil ich weiß, das kommt sowieso morgens. Da komme ich nicht drum herum, weil sonst betrügst du dein eigenes Ideal. Und dann fangen Leute an, aus Wut zu fressen und Hass auf andere zu ballern, wenn sie ihr eigenes Ideal betrügen. Also habe ich gesagt, nee, habe ich auch keinen Bock drauf. Und dummes Zeug zu gucken, da habe ich mich einfach limitiert, weil ich das einfach cool finde, eigentlich gar nichts mehr im Internet oder im Fernsehen zu gucken. Also sitze ich da manchmal so und das Einzige, was übrig bleibt, ist zu pennen. Und ein bisschen natürlich social mit Leuten, aber das habe ich mittags auch schon. Also um es nochmal zusammenzufassen, wieso gehe ich um 19 Uhr schlafen? Zum einen, früh schlafen ist ziemlich gesund. Also man sagt so eine Theorie, alles was vor 22 Uhr ist, es zählt irgendwie doppelt an Zeit. Ich esse abends kein dummes Zeug mehr, was normal Menschen tun. Abends snacken die ganze Zeit, mache ich nicht mehr. Sehr gut, also ein bisschen nicht mehr machen. Ich gucke nichts mehr im Fernsehen, machen auch viele Leute. Dummes Zeug machen wir auch nicht mehr. Und das andere ist einfach, die Brainpower ist ausgelaugt. Wurdest du so schon erzogen? Also, oder nee, erzähl mir mal, wie du erzogen wurdest. Wie wurde ich erzogen? Eigentlich recht normal.
mein Dad, ganz normal, also klar, es gibt überall Probleme, aber da brauchen wir jetzt echt nicht so, ja, mein Bruder wurde verprügelt oder so. Weißt du, wie häufig das gibt? Das ist im Moment nicht relevant. Ich gucke jetzt, wie kann ich den Leuten jetzt in dieser Sekunde helfen? Aber das ist schon krass. Also ja, aber komm, wir haben alle aufs Maul bekommen. Aber wie kann ich... Ich habe nicht aufs Maul bekommen. Wie kann ich euch jetzt helfen? Und jetzt in diesem Moment denke ich, hört auf, abends Scheiße zu essen oder dummes Zeug zu gucken im Fernsehen. Ich meine, ich sag sogar so Reaction-Videos von Justin oder so. Ich würde mir sowas nicht angucken, Leute. Das hat mir sehr geholfen. Aber ihr guckt euch an, wie ein anderer über einen anderen redet. Oh, Leute, nutzt die Zeit und guckt euch lieber an, wie man sich richtig ernährt oder Self-Development-Techniken. Aber, ja, weißt du, so, das ist relevant in der heutigen Zeit. Und ansonsten, ja, okay, taffe Kindheit, klar. Aber ach. Hat es dich irgendwie auch geformt? Also nein, hat mich null geformt. Nein, nein. Das war, ich habe, aber man muss auch dazu sagen, mein Bruder hat im wahrsten Sinne des Wortes mehr abbekommen, weil er der Ältere ist. Von deinem Vater oder von deinem Bruder? Von meinem Vater. Aber das ist auch alles schon gegessen. Mein Vater lebt auch nicht mehr. Ich hatte eine wundervolle Zeit mit ihm. Und ich habe mich so gesuhlt in meiner eigenen Geilheit, wie geil ich war und aus welcher Kraft ich da rausgekommen bin. Also jetzt in dieser Sekunde, glaube ich, wäre es smart, den Leuten irgendwie zu helfen in dieser Zeit, wo alle so ein bisschen lost sind. Ja, aber du musst ja dran denken, vielleicht ist jetzt gerade jemand in der Situation, dass er geschlagen wird. Lass mal überlegen, wenn du jetzt verprügelt wirst von deinen Eltern, wie kann ich dir helfen? Dann würde ich sagen, wenn du jetzt verprügelt wirst von deinen Eltern, was soll ich dir da sagen? Also meine Mutter hat uns eiskalt damals aus der Wohnung rausgezogen und ist in eine anonyme andere Straße gezogen. Das ist eine Option, also wenn es wirklich hart auf hart kommt, einfach abhauen. So, er muss einfach raus. Und die andere Option, na gut, je nachdem wie alt du bist, kannst du natürlich schon auf eigenen Beinen stehen. Also, weiß ich jetzt, was ich meine, im Sinne von, okay, schaffst du es ohne den Vater und ohne den Eltern? Und wenn das geht... Ja, aber es ist, glaube ich, pauschal sehr schwer und gerade als Kind auch nicht direkt zu lösen. Ja, klar. Gut, die Leute sind jetzt auch nicht 8 oder 9 oder 10. Die sind, also mit 14, 15 kannst du schon was ballern. Wie war bei euch die finanzielle Situation? Weil heute geht's dir gut, das sagst du auch ganz offen, aber wie sah es damals aus? Auch ganz normal, also nichts Schlimmes, nichts Gutes. Also klar, mit meinem Stiefvater, wo ich 14 war, da habe ich mit eigenen Händen unser Haus gebaut, weil sein Vater war Maurer und dann haben wir so ein dickes Haus bekommen für die Hälfte des Preises selbst gebaut. Und davor eigentlich ganz normal, aber was spannend war, ich war ja schon in der Theater AG, dann war ich in dem Jugendtanztheater und Schultheater. Und dann, wie jeder, dachtest du, wie kann ich ein Geld verdienen? Und dann habe ich festgestellt, ach geil, ich muss gar nicht Zeitung austragen um 4 Uhr morgens, wollte ich eigentlich. Dann wurde ich irgendwie gescoutet oder so, wegen von der Schule, für Staatstheater Oldenburg. Ja, ich komme ja aus Oldenburg. Und dann habe ich im Staatstheater Oldenburg irgendwie 935 Euro verdient für einen Auftritt oder so, oder zwei oder so. Und ich dachte, boah, und da habe ich Blut geleckt. Das ist gut, wenn du früh Blut leckst und merkst, ach so, ich kann also mit coolen Dingen, mit Spaß Geld verdienen. Und so zieht sich bis heute meine Laufbahn durch. Ich habe zum einen diese kreative Schiene, wo ich wie ein crazy Koksüchtiger vor der Kamera springe, aber gleichzeitig, und was viele Influencer und Künstler und diese armen 15-jährigen Mädels, die über den Tisch gezogen werden, nicht schaffen, auch das Logische einzusetzen. Und dann habe ich eben 5 Firmen, Millionen Euro Umsatz und 60 Leute, die für mich arbeiten oder so. Das denkt man gar nicht, wenn die mich so sehen, so der crazy, crazy Typ. Aber das ist alles nur Kindergarten, das ist alles Kindergarten. Aber gehört auch zum Ausleben der inneren Emotionen dazu. Weil Sigmund Freud, einer der größten Philosophen, der je gelebt hat, der sagte auch, unausgesprochene Emotionen sind nicht begraben. Die sind nicht begraben, die sind hier und kommen zu einem späteren Zeitpunkt viel schlimmer wieder raus. Deswegen ist das eigentlich so eine Art Therapie oder Spaß, weil ich jeden zweiten Tag am Sprinten bin, ich dusche arschkalt, ich sag meine Meinung, weil das hilft dir auch, so express yourself. Was sagt denn Bruce Lee? Googelt mal sein Schwarz-Weiß-Interview. Ultimately, martial arts means expressing yourself. Und Kanye West, sucht dir sein Interview raus. Ich weiß nicht genau, was die Frage war. Der sagt aus,
Wir Künstler, er sagt es auf Englisch, we use music as an ultimate expression of irgendwie freedom of speech. Es kommt also immer wieder drauf zurück. Und wenn mich Leute fragen, bist du eigentlich der oder der in diesen Videos, dann sage ich, eigentlich bin ich mehr der in meinen Videos als jetzt, während ich mit dir rede. Weil ist ja klar, jetzt muss ich gucken, na, guck mal hier, Leroy, Kamera und so oder der gegenüber. Aber Kamera bin nur ich eigentlich und ihr guckt mich wegen mir und da gibt's nichts mehr. Also stresst dich das irgendwie? Nö, das stresst mich nicht, weil... Ja, du musst ja irgendwie immer dann doch diese energievolle Person irgendwie sein. Und du hast, glaube ich, irgendwo mal gesagt, dass du teils Kunstfigur bist, ne, dir deshalb auch so einen Namen gegeben hast, mhm, und teils dann aber auch der deutsche Bub aus Oldenburg bleibst. Ist das irgendwie Stress, dass du dann hier reinkommst und dann nur erstmal kurz den Anzug noch drüber werfen und dann vor die Kamera und... Nö, ich verstehe einfach, wie das System funktioniert, weil in der heutigen Zeit sind wir alle so ein bisschen flat von der Energy. Die Menschen sind alle flat und die gucken nach High Energy. Das kann, ich bin der geilste Koksüchtige der Welt sein. Das kann auch sein, ich bringe mich gleich um Energy. Hauptsache High Frequency. Und ich habe gelernt, durch Zufall, nämlich mein drittes Video, da habe ich mich voll gestritten mit dem Typ. Die ersten zwei waren Basic Videos. So, die waren so, hier, blöde Chanel, das ist 1 Million. Und das dritte Video, was ich geschossen habe, habe ich mich so gestritten mit dem Typen, Alter. Und dann direkt geschossen, habe ich gesagt, Alter, ich sehe aus, als hätte ich gerade einen Rind geköpft oder so. Und das Video hatte dann auch 500.000 Klicks anstelle 10.000 Klicks. Und die sollte, what the fuck, who is this guy? So, und dann, weißt du, manchmal durch Zufall machst du Dinge, die du gar nicht weißt, wieso du die eigentlich richtig machst. Und dann habe ich irgendwie auf gefasteten Magen nach einem kalt Duschen und nachdem ich mir 10 Koffeintees reingeballert habe, ein Video gemacht. So. Und dann dachte ich so, okay, wieso mögen die mich hier mehr als da? So, und jetzt kommt der Zwiespalt, wo ihr vorsichtig mit sein müsst. Wenn du jetzt gerade fragst, Kunstfigur oder das oder das. Wenn du es sagst, Kunstfigur ist das oder das. Okay, ab wann ist es denn Kunstfigur, ab wann nicht mehr? Bin ich dann denn Kunstfigur, wenn ich morgens kalt dusche und einen Tee trinke und mich gesundheitsbewusst ernähre, weil ich dann mehr diese energievolle Kunstfigur bin als mein Standard früheres Ich? Weißt du, und das ist eine Frage, da muss man sich eher fragen, bin ich da eher so ein bisschen so, weil wir alle haben unsere High Energy und Medium, weil du musst ja irgendwann auch pennen gehen und dann sagst du dir, okay, ich zeige mich den Leuten hauptsächlich in extremen Energien. Das kann auch, ich habe so verschiedene Energien, die ich voll baller. Ich baller die direkt morgens, die nüchterne Energie. Und zwar ohne nichts, eiskalt geduscht. Mhm. Dann baller ich die Energie mit dem Koffein. Dann baller ich die Energie nach dem Sprint. Nach dem Sprint ist dein Testosteron irgendwie 100% höher. Das heißt, du machst das alles und dann direkt danach nimmst du auf. Wir leben ja für diese eine Minute, ja, leider. Okay. So, und dann eine Energie, die dann noch kommt, weil irgendwann habe ich mir gesagt, scheiße, irgendwann bin ich ja müde, aber ich will weitermachen, was mache ich denn, Mann? Okay, weißt du was, ich mache das letzte Video direkt vorm Essen, wo ich müde bin und gleichzeitig ultra dankbar bin, dass ich gleich was zu essen bekomme. Also sehen die Leute auch diese Facette von mir, der humble, nette, im Arsch seiende Typ. Und das mögen die auch. Weil ich habe auch eine Zeit lang ausprobiert, nur Koks-Style zu machen. Das Nette ist, die mögen sogar alle Facetten von mir. Also du kannst nur gewinnen. Weil sonst sagst du dir, scheiße, ich muss immer dieser Koks-Typ sein. Und dann fällst du. Wie viel Koks ist denn nötig, um dieser Koks-Typ zu sein? Ich habe es ja noch nie genommen, glücklicherweise. Noch nie ausprobiert? Nein, meine zwei Drogen, es gibt. Guck mal in die Augen. Ich habe noch nie in meinem Leben Kokain ausprobiert. Okay. Noch nie in meinem Leben Kokain ausprobiert. Ich sag mir jeden Morgen, vielen Dank, lieber Gott, dass du mir die Kraft gibst, die Wahrheit zu sagen. Jeden Morgen. Ich sag's auf Englisch. Thank you God for giving me the strength to speak the truth every day. Danke, dass du mir die Kraft gibst, Schmerzen zu erleiden. Das sage ich direkt vorm eiskalten Duschen. Mhm. Und das Dritte, was ich sage, naja, ich sag mir auch, ich danke dir, dass du mir die Kraft gibst, der Beste in meiner Disziplin zu sein. Aber ich habe noch nie mein Leben geguckt, irrelevant. Aber in der heutigen Zeit, ich sag euch mal was, das Essen, was wir essen, ist gefährlicher als Koks.
Ey, ich habe das mal ausprobiert, das kann ich dir erzählen. Ich habe mal probiert, 3 Monate habe ich versucht, zuckerfrei zu leben. Und zwar frei von so raffineriertem Zucker. Das heißt, so Frucht, wenn ich jetzt Bananen gegessen habe oder so, das war in Ordnung. Aber ich habe so Süßigkeiten weggelassen. Ja, lass mal die Bananen weg, dann sagst du dir auch, das ist Koks. Das ist kein Spaß. Wenn man da eine Banane isst, das knallt noch mal ganz anders. Aber ich habe gemerkt, wie schwer das ist. Also man ist auch richtig süchtig alleine danach. Probiert das sehr gerne mal aus. Wenn ihr die Energie dazu habt, einfach mal, es ist ja nur ein Experiment und ihr habt nichts zu verlieren, aber es ist sogar, glaube ich, relativ gesund, da einfach mal ein bisschen zu reduzieren. Ich habe es ausprobiert und muss sagen, man kriegt da so ein, also die ersten Wochen sind echt hart. Und dann überall kriegt man aber du kriegst so eine Selbststärke zurück, weil du auf deine Ernährung besser achtest. Und wenn du das dann schaffst, dann gibt dir das halt auch ein bisschen Selbstbewusstsein. Und du bist ja so ein extremer Fall. Ich glaube, du hast heute gar nicht gefrühstückt oder so, ne? Doch, habe ich. Aber pass mal auf, Leute. Das Koks ist nicht so schlimm wie das Essen in der heutigen Zeit. Geht mal nach Amerika in einen Whole Foods Store, da werdet ihr zugeballert. Ihr müsst vorsichtig sein mit dem Essen, was ihr kriegt. Auch die Äpfel, auch die Bananen. Ihr zerstört euch, Leute, ihr zerstört euch. Aber Koks ist immer noch schlimmer. Oder? Nein, ist nicht schlimmer. Ich sag dir warum. Weil du weißt, dass es schlimm ist und du packst es nicht an. Ein Kumpel von mir ist Koks-Typ und zuckersüchtig. Der ist zuckersüchtig, jeden Tag fett ohne Ende, ist im Arsch. Der kokst nicht. Es gibt ein Rattenexperiment. Ratte kann Koks zapfen, Ratte kann Zucker zapfen. Adlib, ohne Ende heißt das. Die nimmt den Zucker mit der Zeit. Ihr würdet eher auf Koks verzichten als auf Zucker, werdet ihr sehen. Nein, werdet ihr nicht sehen. Ja. Ihr probiert es gar nicht. Braucht ihr gar nicht machen, so eine Scheiße. Ihr seid ja, so eine Scheiße brauchen wir nicht machen. Nur passt auf mit dem Zucker. Nur was wir wissen müssen, lest mal das Buch Think and Grow Rich, das ist über 100 Jahre alt. Das haben so Leute wie Bruce Lee und so daraus gelesen. Da hat er erklärt, 10 Stimulanten eines Menschen. Liebe, Angst. Angst ist auch gut, weil du zum Beispiel nicht willst, dass du die Person bist, die du früher mal warst. Liebe, ach, Musik, du brauchst Musik, die stimuliert dich, hör die richtige Musik, hör keine Helene Fischer, sondern hör dir Terminator-Musik an oder geil, und zwar strategisch, Flucht der Karibik, da ballert mich auch auf. Hörst du? Ja, dann brauchst du Freunde-Stimulationen, das können auch so Kifferfreunde sein, so Social Friends, dann brauchst du eine Mastermind-Menschen, du musst Bücher lesen, du musst Podcasts hören, du musst dich vollballern mit sowas. Dann gibt's 2, die dich zerstören können von den 10. 10, 8 sind positiv, 10, 2 sind negativ. Drogen und die Sexual Expression. Okay, Drogen habe ich, jeder hat Drogen. Bei mir sind's Drogen in Form von Zucker, Datteln, Koffein in Form von grünem Tee. Also ich habe die 2 besten Drogen, die man nehmen kann. Und die setze ich auch nur strategisch ein. Wenn ich weiß, ich kriege am 3. Tag Datteln, 3 Kilo, kann ich 3 Tage nichts essen, weil ich weiß, es kommt. Machst du das? Habe ich schon mal gemacht. Aber, weil irgendwann verlierst du Muskeln, wenn du das machst, das ist ja auch dumm. Nur zur Info, also Leute, die wirklich abhängig sind von Zeug, die tun fast alles dafür, um es zu kriegen. Das heißt, mach dir das zu Nutzen, dass du es willst. Das ist, belohne dich mit deinem Apfel oder so am Ende des Tages, nachdem du hart gearbeitet hast und nicht morgens, werden wir wie ein fauler Sack um 10 Uhr aufstehst und dann erstmal einen Apfel. Nein, erstmal die Arbeit, dann das Vergnügen. Ganz am Ende kommt das Dopamin. Und übrigens, es gibt den Spruch, don't dance in the finish line. So ein Typ, der den Football schmeißt, tanzt nicht die ganze Zeit darum, sondern das hin drauf arbeiten. Das gibt dir Energy. Sexual Expression, wenn du ein Mädel hast. Ich habe im Moment ein Mädel, mit dem ich so richtig am Escalaten bin. Also Eskalation, so sexuell und so. Das reicht. Und nutz diese Energie für deinen Job, anstelle, ich sag jetzt mal, sie jetzt zu bumsen und dann noch zu kommen und danach wie eine Lusche auszusehen, filmt euch mal selber, dann seht ihr, wie ihr davor und danach aussieht. Das macht ihr? So. Mir ist mal aufgefallen, du siehst aus wie ein ausgeblasener Luftballon zum Beispiel. Aber was ich dir jetzt sagen wollte ist... Das ist doch ein gutes Zeichen, oder nicht? Nee, weil die Leute merken so, bäh, langweilig, uninteressant. Und dann, das ist einfach so ein... Ja, aber nach dem Sex kannst du doch so aussehen, oder nicht? Die Leute, ja gut, das ist jetzt ein kompliziertes Thema. Aber das ist eben die 2. Sache, die auch Leute kaputt machen können. Sex, Drugs. Aber auch das kannst du dir nutzen machen. Wie ich gesagt habe, mit dem Dopamin. In 3 Tagen kriege ich die Datteln. Alter Schwede, Autophagie, Selbstreinigungsprozess, super gesund. Ich sehe meine Freundin oder ich flirte mit ihr. Das gibt mir Energy. Dann mache ich YouTube-Videos. Ich sehe geil aus ohne Ende, anstelle mir einen runterzuholen. Du hast sie gerade Freundin genannt. Das heißt, ihr seid offiziell zusammen? Nee, ich überhaupt nicht zusammen. Nein, ich habe sie ehrlich gesagt noch nicht mal getroffen. Wie? Das ist eine Amerikanerin
Und das ist eine meiner Zuschauerinnen und so. Und ich habe ein bisschen rumexperimentiert, habe mit 50 Mädels geflirtet, dann mit einer oder so und hier. Und mir ist aufgefallen, dass, also steht auch in dem Buch drin, aber wenn du ein Mädel hast, ist es erstens zeiteffizienter und ethisch auch cooler. Und in dem Buch steht auch drin, die dicksten Fische der dicksten Fische. Und ich rede jetzt nicht so von Angela Merkel. Ich rede von so Leuten wie Napoleon oder Ford. Henry Ford, der den Ford-Motor gebaut hat. Buch ist über 100 Jahre alt. Die hatten immer so ganz nette Humble-Mädels. Also auch dieses Mädel, mit dem ich gerade so unterwegs bin, virtuell, das ist ja das Crazy. Aber du hast sie noch nie getroffen. Nein, das ist ja eine Realität, aber eine virtuelle Realität. Aber trotzdem ist es eine Realität. Die geilsten Männer hatten immer so humble, nette Mädels im Hintergrund und nicht diese Playboy-Bitches. Und ich habe mal überlegt, stimmt, in der Vergangenheit bei mir immer diese Playboy-Bitches, die selbst so auch Influencer-Bitches waren, die selbst im Rampenlicht waren, die waren gar nicht so gut. Die besten waren diese hübschen, geilen Mädels, die aber so im Hintergrund waren. Das kann ich euch allen nur empfehlen. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, boah, das ist ja geil, Alter. Das ist ja geil. Das ist ja so simpel, das ist ja so angenehm. Und ja. Und jetzt hast du so eine gesucht. Und das mache ich auch nicht immer. Ich schreibe dir auch nicht immer. Ich schreibe dir so 7 Mal am Tag. Und das, oh geil, Foto, oh geil, oh scheiße, geil, boah, geil. Und dann bam, YouTube, TikTok, baby. So crazy. Jeremy, würdest du sagen, dass du dich sexuell auch schon einfach ausgelebt hast? Wie alt bist du? Oh ja, ich bin 33. Das habe ich heute auch festgestellt am Airport. Da gab es so Junggesellenabschied, die Mädels, ne? Ich verabschiede mich mal ja auch manchmal von Lebensmitteln. Ich habe auf dem Flug hierher 5x 100 Gramm Bressaola-Schinken gegessen. Da muss man nicht drauf stolz sein. 4 Gramm Salz pro 100 Gramm. Und davor im Hotel, 5-Sterne-Hotel, war ich eingeladen. Adlib Bressaola. Bressaola ist Rinderschinken. Null Fett, nix. 35 Gramm Eiweiß. Das Beste vom Besten vom Besten. Und manchmal verabschiede ich mich von Lebensmitteln, indem ich einfach 3 Kilo Zwiebeln esse, 50 Äpfel esse oder irgendwie so und sage, finished. Mittlerweile habe ich nur noch 9 Lebensmittel, die ich esse. Und ich glaube manchmal, dass es so ist, wie beim Junggesellenabschied. End it with a big bang. Hör's mit einem Big Knall auf. Und ich weiß, ich habe jetzt kein Verlangen mehr nach Schinken. Schinken ist gestrichen für mich. Kein Verlangen mehr nach Parmesankäse oder was auch immer. Und so auch sexuell? Ja, genau. Ich habe natürlich viel, viel rumgebumst. Und auch mit manchen Mädels so irgendwie, okay, heute habe ich 3 geküsst und mit 2 geschlafen. So an einem Tag, geil. Und naja, das war aber noch vor YouTube. Mittlerweile hätte ich nicht mal mehr Zeit dafür. Und die Energy, die ich darauf rausballer, habe ich nicht mehr für meine Videos. Das stimmt. Deswegen fragen mich die Leute auch, hey, also gestern war Riesenfeier. Wir kriegen ja auch alles umsonst. Wenn du in deiner Branche geil bist, so ich sage jetzt mal eine Jenny Elvers, die arme Frau. Ich habe irgendwie früher gesehen, die hat auch natürlich überall den Alkohol umsonst gekriegt. Du kriegst ja auch eh alles umsonst und feiern auch überall. Aber so ein Kerl wie Hugh Jackman, der Wolverine, der sagt, ich gehe nie abends feiern, weil ich habe den größten Spaß auf der Bühne. Und bei mir ist es eben auch so, dass ich mich voll ausballer und weil ich im Prinzip jeden Tag das Gleiche mache, meine Energie so eingeteilt ist, dass ihr ist vorbei. Und deswegen... Also gibst du hier jetzt noch eine halbe Stunde Vollgas und dann weißt du, okay, Akku leer. Scheiße, aber... halbe Stunde machen wir noch? Bro, Alter, okay. Der Mann hat einen festen Zeitplan. Okay, hast du denn mitgezählt, Jeremy? Hast du mitgezählt, mit wie vielen Frauen du da zugange warst? Weil wenn man diese Videos aus Miami und deinen ganzen amerikanischen Städten, du warst ja um die ganze Welt unterwegs und immer auch... Okay, ne? Ich sag's dir. Ja? Also ich war gerade bei einem Kumpel, der ist hier in Sofia, in Bulgarien, ein super Player. Der sagte, der hat hier allein in Sofia irgendwie mit über 300 Mädels gebumst. Und bei mir ist es nicht mal, ich würde nicht mal sagen 20% davon. Nicht, dass ich das nicht könnte. Ich könnte auch mit 3980 Mädels bumsen und dann nochmal mit 5000 mehr, wenn ich wollte. Aber will ich damit ins Grab gehen? Oder womit will ich ins Grab gehen? Nicht mal mein roter Ferrari, wo Jeremy Fragrance draufsteht, wird irgendeinen Schwanz interessieren. Meine Häuser wird keinen Schwanz interessieren. Das Einzige, was mich interessiert, ist, erinnert zu werden als Jeremy Fragrance, der Parfüm Number One Typ.
Und darin optimiere ich mich. Und da bin ich auch sehr egoistisch, bis hingegen, dass ich Frauen nicht mal bumse, obwohl die gebumst werden wollen. Weil ich weiß, das zieht zu viel Energy. So war das mit einem hübschen russischen Mädel letztens. Also vor dieser hier, die ich auch physisch noch gesehen habe. Ihr könnt ja, Mädels, die Zuschauer, ihr könnt ja sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, was so eure Sicht auf die Dinge ist. Ich bin total gespannt, wie ihr das seht, ob ihr das vielleicht in der Frauenwelt genauso kennt, dass ihr sagt, ja, das klaut mir die Energy, wenn ich mit so vielen Typen rumbumse. Auch eure Haltung zu dem, was Jeremy gesagt hat. Weil letztendlich, ne, du sagst, okay, die Frauen wollen das. Das ist natürlich erstmal ein Statement. Was meinst du, die Frauen wollen das? Zitat, die Frauen wollen gebumst werden. Wie, die Frauen wollen gebumst werden? Wie meinst du das Zitat, die Frauen wollen gebumst? Ja, genau. Ich hatte eine russische Freundin, wir waren so eine Art zusammen und sie wollte gebumst werden, aber ich wollte sie nicht bumsen, weil ich die Energie für meine Videos haben wollte. Okay, deine Mädels, deine Frauen, die jetzt... Nee, nur das eine Mädel. Nur das eine. Nur okay, das eine. Jetzt weil das, davor okay. hatte ich, also jetzt seit einem halben Jahr die und davor war die Russin und davor war gar nichts. Also und ich mache ja erst so richtig radikal YouTube seit 4 Jahren. Und man muss auch vorsichtig sein, schreib mal in die Comments... Ja, hier schön anonym, keiner kann dich kriegen und dann schreibst du, was du rein willst und lässt deinen eigenen Frust aus, weil dein Leben selber scheiße ist. So nach dem Motto, also das ist schon, Leute nach ihren Meinungen in den Comments zu fragen, ist etwas wack. Ja. Das finde ich echt wack, also so allgemein. Weil ich mache das selber auch, aber wie einfach ist es, ich weiß selber, wie einfach es ist, wenn ich Mädels schreibe irgendwie. Das heißt, du bist hinter deinem Textmessage und so. Wir leben ja in einer Zeit, wo du nicht nur anonym bist, sondern auch, ja, also es war ja schon schwer, wenn ich jetzt rausgehe, der weiß ja immer noch nicht, wer ich bin und ich sage, hey, du bist ein Arschloch, der Fahrer. Würde ich jetzt nicht sagen, aber du kannst das sagen und die kriegen dich nicht mal. Ich war bei Google, ich bin ja ein Google-Angestellter im Prinzip, so weißt du, ich bin ja voll der, also die sind ja so geil mit mir, Mann, wenn ihr wüsstet. Ich habe denen gesagt, könnt ihr das nicht machen, dass jeder Nutzer auf YouTube und Google seinen Personalausweis hinterlegen muss? Das wäre geil, Alter. Stell dir das mal vor. Jeder Nutzer auf YouTube, na, Facebook, Instagram, ich lasse jetzt mal YouTube, muss seinen Personalausweis hinterlegen. Aha. Ja, da werden deutlich weniger Hate-Kommentare stehen. Faust da drauf. Da würden deutlich weniger Hate-Kommentare in den Kommentaren stehen. Also auch bei so einem Video wie dem heute, Freunde, das ist mir auch ganz wichtig. Ich glaube, ihr habt, wenn ihr bis hier alleine schon geschaut habt, habt ihr verstanden, Jeremy Fragrance ist eine Figur, die sehr viel Realness aus dem realen Leben mitbringt, aber auch sehr viel für Entertainment steht. Und alles, was er sagt, der Mann, der macht das, der sitzt jetzt nicht zufällig hier. Der ist gerade aus dem Flieger hier reingestolpert, setzt sich hier rein, geht dann nach Hause und hat ein riesen Business aufgebaut. Also der macht das jetzt nicht zufällig. Hast du ein Close-Up oder so? Von dir? Von Handy oder so? Was? Close-Up? Ja, das kriegen wir sicher hin. Hier. Hast du Handy? Hier haben wir. Guck mal, gestern 5.000, diese Woche 51.000 Euro, diesen Monat 376.000 Euro. Das ist meine Parfümmarke. Ich kriege $25.000 für ein TikTok-Video. Ich kriege irgendwie 100.000 Euro. Ich hatte einen 100.000 Euro Deal. Siehst du hier, letzte 713.000 Euro in 90 Tagen. Ich produziere für 5,20 Euro. Glas kostet 1 Euro, Sprüher kostet 35 Cent, Öl kostet 3,20 Euro. 5,20 Euro, 4,20 Euro DHL. Ich habe keinen Douglas wie Shirin David. Ich habe kein Sephora. Ich habe kein Management, dem ich in den Arsch kriechen muss. Über 90% davon gehen in meine Tasche. Also ich bin da zum einen der hampelnde Tanzelmann, du weißt schon, was ich meine, und zum anderen habe ich 5 Firmen und überschaue so eine Scheiße. Das heißt... Wo zahlst du Steuern, hier in Deutschland? Ich zahle Steuern in Grünwald, ich könnte so viel Geld sparen, wenn du wüsstest, Mann. Aber... Also Hälfte weg in den letzten 90 Tagen sind es dann immer noch nach Adam. Naja, erstmal musst du ja Kosten machen, das wird ja quartalweise berechnet und so irgendwie... Naja, das ist ja eine andere Sache. Aber wenn du feststellst, ich habe es vorhin noch im Flieger gesagt oder ich habe es dem Benedikt, der mich geholt hat. Am Anfang sind wir alle hungrig und dann merkst du, du kannst alles essen, was du willst. Mhm. Ich hatte diesen finanziellen Wohlstand letztes Jahr festgestellt in Miami. Da habe ich aus dem Internet heraus meinen Ferrari gekauft, bar, online, so Online-Überweisung. Ich habe mir eine Wohnung gekauft. Also online, so geshoppt. So. Okay. Und eine Wohnung gekauft in Miami, Cash,
weil in Amerika finanzierst du nicht als Deutscher, da hast du über 5% Zinsen. Und dann weißt du, was ich gemacht habe? Ich war Sunday Brunch, Nikki Beach, Ocean Drive, $50. Ich war Steakhouse, 12 verschiedene Schnitte vom Fleisch. On ad lib, ohne Ende. Ich war bei den fettesten der fetten Burgerbuden. Bei mir waren es ungefähr 3 Monate, wo ich alles gegessen habe, was ich wollte. In anderer Phase gebumst, was ich wollte, so nach dem Motto. Und dann merkst du, ach du Scheiße. Wir müssen uns ja alle wieder künstlich zurückschrauben. Stay hungry, weil sonst wirst du fett und faul und stirbst früh und bist eine Lusche. Deshalb, weißt du, wie viel das Geld bringt dir eigentlich nichts. Ja, das wollte ich gerade wissen. Ist das noch sowas, was dich reizt? Weißt du überhaupt, wie viel Geld du mittlerweile verdient hast? Ja, klar. Ich gucke da jeden Tag drauf, weil das einfach Spaß macht. Das ist wie so ein Computerspiel. Übrigens auch, ich habe Computer gespielt. Irgendwann habe ich entschieden, ich werde mein eigener Computerspielcharakter. Und Leute, Vorsicht. Also ich habe so World of Warcraft, also in Kindergarten gespielt. Ich fand's geil. Aber kauf bloß nicht irgendwie so virtuelle Straßen oder so, was sich jetzt anbahnt oder so eine Scheiße. Also das ist geil, virtuelle Realität, dass ihr nutzt, die Skalierung des Internets. Aber wenn ihr jetzt irgendwie 80.000 Euro macht oder irgendwas, kauft euch bitte keine virtuellen Straßen in irgendwelchen Metaverses. Das ist echt für Leute, die doof sind ohne Ende. Nutzt die Skalierung und die Kraft des Internets und kauft euch echte Güter, zeitlose Güter. Darf ich einen Finanztipp geben? Natürlich. Sagen wir, ihr habt ein paar Konten. Das klingt so scheiße cocky. Aber sagen wir mal, du hast ein Konto. Ja, sagen wir mal, du hast ein Konto. So dein Girokonto. Dann machst du jetzt noch ein Konto. Das nennst du das Magnetkonto. Und du kriegst von mir aus 3.200 Euro netto auf dein Girokonto. Alles, was auf dieses Girokonto kommt, mach das einfach. Mach das einfach, was du jetzt hörst. 10% davon gehen auf das Magnetkonto und die werden nicht angepackt. Also 320 Euro aufs Magnetkonto? Und wenn ich 820.000 Euro als Quartalsüberweisung bekomme, dann kommen da 82.000 Euro auf das Magnetkonto und das wird nicht angepackt. Wofür ist das denn? Einfach so, dass es da ist, weil du sowieso Geld nicht brauchst. Und das merkst du dann erst. Ach du Scheiße, guck mal, ich habe da irgendwie 500.000 Euro auf dem Konto. Ich brauche die nicht mal. Da habe ich schon dreimal gecheatet. Nämlich, wo ich mir was kaufen wollte. Und dann dachte ich, scheiße, was mache ich denn jetzt? Manchmal baller ich dann einfach einen Discount-Code raus von TikTok 61. Und dann sehen das 3 Millionen Menschen, 0,1% Conversion Rate, 3.000 Menschen mal 150 ist mein Average Order Value. Und dann kann ich mir für 300.000 entweder eine Wohnung irgendwie in Polen kaufen oder ein Einfamilienhaus finanziert. Habe ich schon mal sowas gemacht. Oder ich habe mein Magnetkonto dann tatsächlich doch angegriffen und eigentlich somit auch Schulden gemacht bei mir selber. Die zahle ich mir aber brav auch wieder zurück. Da steht dann drin, so, ich habe ja so viele Notizen, die ich mir, ist wichtig, dass ihr euch ein Journal macht. Das alles an einem Tag. Sorry, ihr müsst ein Journal führen und euch erinnern, was war gut, was war schlecht. Und eine dieser Dinge ist eben noch so viel Schulden, brav zurückzahlen. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Du hast jetzt 5 Firmen. Wo sagst du, welche Zahl ist so dein Exit? Wie viel Geld willst du verdienen? Oder sagst du, darum geht's unwichtig. Also ich sag dir jetzt etwas, was krass ist. Wer bin ich? Ich bin Jeremy Fragrance, die Nummer 1 Parfüm-Ikone. Ich sag das immer auf Englisch, warte mal kurz. Wer bin ich? Ich bin Jeremy Fragrance, die Nummer 1 Parfüm-Ikone. Jetzt reicht's aber hier. Was ist mein Sinn? What's my purpose? Gott zu dienen? Wem soll ich sonst dienen? Mir selber? Angela Merkel, meiner Mutter? Wenn du jemanden köpfst und seinen Kopf durch die Bude schießt, um es mal so makaber zu sagen, da bringst dir nichts, wenn du dein eigener Boss bist. Da kommst du nicht mehr raus, da erhängst du dich selber. Du kannst nicht selber Gott sein. Deine Mutti ist auch nicht Gott. Und Angela Merkel ist auch nicht Gott. Das heißt, Gott ist Gott. Also bitte nicht Gott enttäuschen. Das heißt, Gott zu dienen, ich bin Christ, den Lehren von Jesus zu folgen und dann Liebe, Kraft und Wahrheit zu powern. So sage ich das auf Englisch. Aber die ersten, also der Punkt 1 und Punkt 3, um es nochmal so zu fokussieren, das ist für mich relevant. Ich bin Jeremy Fragrance, die Number One Fragrance Icon. Und was will ich? Was will ich überhaupt? Ich will erinnert werden
als Jeremy Fragrance die Nummer 1 Parfüm-Ikone. Und eins der krassesten Dinge, die wir Menschen uns feststellen werden, du wirst zu dem, was du dir den ganzen Tag sagst. Weil dein innerer Kompass lenkt dich dahin. Weil wenn du dir aufschreibst, Ferrari 488 GTB, habe ich früher gemacht, irgendwie eins der drei Ziele, $439.000 pro Monat, weil ein Monat 439.000 Minuten hat, Sekunden hat und ich wollte einen Dollar pro Sekunde verdienen. Du automatisch so, ah, okay, warte mal, jetzt muss ich gerade sitzen, jetzt muss ich das machen, weil ich ja diese Ziele habe. Dein innerer Kompass führt dich automatisch zu den Zielen. Das heißt, es wäre cool, es wäre lustig, Milliardär zu werden. Und das ist auch eins meiner... Lustig. Ja, es wäre lustig. Weil was soll ich denn sonst, was mache ich denn damit? Weil wenn du wirklich überlegst, wenn du tot bist, kriegt ein anderer dein Haus und ein anderer dein Ferrari. Und fast alle Kinder reicher Eltern, die das bekommen, gehen in den Arsch. Das heißt, die meisten Hustler, das sind die Superstars. Also kannst du es nicht mal deinen Kindern geben. Ja, du zählst auf jeden Fall als... Aber als checkst du das? Ich check's zu 100%. Deswegen wäre es lustig. Du kannst es zur Lifetime, du hast deiner Mama zum Beispiel ein Haus gekauft. Solche Geschichten, du kannst in der Lifetime irgendwie an Liebste irgendwie ausgeben. Ja. Aber irgendwann hast du dir selber, glaube ich, auch alles gekauft. Ich frage mich selber total, was macht jemand mit Milliarden von Euros? Aber du sagst, wenn ich das schaffe, dann ist es eher lustig. Das wäre lustig, ja. Du hast selber etwas, finde ich, sehr Lustiges gesagt. Du hast gesagt, dass deine Preise für dein Parfum, deine eigene Marke, One heißt es, ne? Fragrance One. Fragrance One. Du hast die Preise einfach erhöht. Weil extrem erhöht, ja. Die werden noch teurer. Aber ohne dass jetzt irgendwie die Produktion, hast du gesagt, 10 Euro, vielleicht ein bisschen mehr. Ist ja bei allen so. Ist ja bei allen. Deswegen mögen die Leute ja meine Videos so, weil ich denen das so sage. Weil jeder weiß eigentlich, ist so für den Arsch und eigentlich macht der die Scheiße nebenbei. Die Leute sind ja nicht dumm. Und die Leute kennen die Produktionspreise. Aber ich sag dir auch was pervers ist. Wenn ich jetzt mein Parfüm für 349 Euro in den Store tue und ich sage dir, Leroy, das kostet 8 Euro in der Produktion. Ich überlege mir aber auch, warte mal, weißt du, was fair wäre? 39 Euro wäre eigentlich auch fair, für die 39 Euro zu verkaufen. So habe ich früher gedacht. Und dann hat mir einer beim Grillabend gesagt, es war eine sehr besondere Person, ich bin mir mehr wert als ein 39-Euro-Parfüm. Ich habe gesagt, hä, das ist doch so dumm, das ist doch das gleiche Spiel, Mann. Ich bin zufrieden mit 39 Euro. Und jetzt sage ich dir was. Ich verkaufe dieses 349-Euro-Parfüm und gib dir Arsch 80% Rabatt, Alter. Und du kriegst es für 72 Euro. Und dann sagst du, boah, geil. So dumm sind wir. So dumm sind wir. 80% Rabatt wird gekauft. Und so ist es in der heutigen Zeit. Du kaufst eben bei Luxusgütern mehr als nur die Produktionskosten. Und okay. Nur mal, dass wir es gecheckt haben bezüglich Milliardär. Ich schreibe mir morgendlich, also diese epischen Dinge, die ich dir vorhin gesagt habe, das ist was anderes. Aber was ich mir morgens aufschreibe, übrigens, schreib dir drei Dinge pro Tag auf, mit der anderen Hand, mit der du eigentlich schreibst, gut gegen Alzheimer, mit der anderen Hand schreiben, also ich schreibe mit links, ich bin Rechtshänder, ich putze mir die Zähne mit links und laufe dabei rückwärts die Treppen hoch, okay, auch gegen Alzheimer und ich spiele Instrumente, ist auch gut fürs Gehirn. Und dann schreibe ich eben, wie gesagt, mit der anderen Hand, schreibe ich mir drei Dinge auf. Derzeit sind es always strong. Das ist crazy, Alter. Einfach always strong. Punkt. Immer stark. Sogar wenn ich im Arsch bin, bin ich immer stark. Weil dann kann ich immer noch kämpferisch sein, auch wenn ich physisch im Arsch bin. Und sobald ich dieses Goal gechanged habe, was vorher das Goal war, everything as fast as possible, das war eins meiner Ziele früher, alles so schnell wie es geht noch machen. Das fand ich ein gutes Ziel. So einfach alles so schnell wie es geht. Und dann ist mir letztens aber aufgefallen, als ich das gechanged habe, always strong, auf einmal stehe ich immer, sobald ich mich ertappe, irgendwie so Posture ein bisschen blöd, boom, always strong. So, und die zweite, wo wir für einen Milliardär reden, create a billion dollar fragrance DNA that makes you a billionaire in 2022. So habe ich immerhin die Parfümsache mit drin, weil sonst werde ich einfach Milliardär werden. So, dann ist dein Gehirn so, wo soll ich hin? Wenn ich mir sage, da ist mein Ziel, dann ist da mein Ziel. Ich werde Milliardär mit Parfüms. So, und wenn mein Ziel ist, ich werde Milliardär mit Parfüms, ups, aha. Mein Ziel ist trotzdem, ich werde Milliardär mit Parfüms.
Und was ist, wenn ich Arschgesicht nicht weiß, wo mein Ziel ist, aber Bock habe, was zu machen? Mein Ziel, ups, keine Ahnung, scheißegal, ups, jetzt gehe ich hier lang, ups. Checkst du das, Alter? Okay, ja. Du musst wissen, wo du hingehst, Alter. Okay, Jeremy, ich will dich jetzt einmal live fragen. Ich habe hier... Ich habe einen gesehen. Ich mach die Augen zu. Du hast einen gesehen? Ja, Acqua di Gio Profumo. Der gleiche Typ, der meinen Duft gemacht hat. Oh, warte mal, welcher ist das? Ich will dich nur nach einem fragen. Weil ich habe alle meine Düfte heute mitgebracht, aber einen will ich... Ich guck nicht. Du guckst dir nicht die Flasche an, ich mach den auf deine Hand, ja? Fuck. Da habe ich noch nicht drauf. Aber warte, ich teste hier gerade Armani My Way Eau de Parfum gegen das Intense. Ich muss wissen, welcher länger hält, Mann. Okay. Das kann ich nicht machen, du. Dann test es auf meiner Hand. Okay. Boah, riecht das geil. Ist das Terre d'Hermès? Ich kann es nicht sagen, ich glaube nicht. Boah, riecht der geil. Ich kenne den Duft natürlich. Bist du ganz sicher? Naja, ich kenne den, der riecht sowas von geil. Kannst du mir nur die Brand sagen? Terre d'Hermès hätte ich jetzt spontan gesagt, das ist so ein Vetiver-Duft, so ein dunkler, geiler. Nein, ist keine so bekannte Brand. Ich glaube, du wirst sie vielleicht noch nicht so ganz auf dem Schirm. Was ist denn die Brand? Die Brand ist Ere Studios. Das sind Freunde von mir, die sich einfach mal da reingebracht haben. Ja, toll, Mann. Und das soll, da haust du mich jetzt voll in den Arsch mit denen. Ich kenne ja eigentlich jeden Duft genau hier umgekehrt. Eigentlich, Alter. Der hier, der ist noch total undercover, aber ich wollte dich fragen, geil, wie du ihn fandest. Finde ich sehr gut. Findest du sehr gut. Okay, jetzt zeige ich dir die anderen Düfte, die ein bisschen bekannter sind. Und ich würde gerne von dir hören, ich gehe heute nämlich ein bisschen feiern. Welchen sollte ich aus deiner Sicht heute drauf? Samstag, Alter, geil. Bei mir ist jeder Tag gleich, scheißegal. So. Soll ich den neuen drauf tun von Ere Studios? Jetzt darfst du auch gucken, ne? Soll ich gucken? Ja, du darfst gucken. Okay. Das hier ist mein Ensemble. Du siehst. Fuck, geile Düfte. Alter Schwede, du. Ich habe mich ein bisschen von dir inspirieren lassen, ne? Das muss man schon sagen. Boah, der geile Düfte. Also. Boah. Alter Schwede, hast du geile Düfte. Also, ich würde den nehmen, weil den hat fast keiner und der hält so lange. Ich habe bei dem Typen im Haus gepennt in New Jersey, Alter. Der Chef von Parfums de Mali, Amerika. Boah, hält der lange. Ach. Da denke ich übrigens an die Russin in Miami. Da waren wir zusammen. Ja, das ist eine Granate. Also Sauvage ist natürlich geil, muss aber nicht sein. Blöde Chanel flacht ein bisschen ab in einem Evening-Setting, wo du auffallen willst. Hier wäre der stark genug, aber der hält nicht, ballert nicht so sehr. Der ist geil, aber den kannst du auch überall woanders tragen, weil es halt so ist. Und der ist geil, aber ich meine, wenn du die anderen hast, dann nimmst du einfach den und fertig. Aber ich fand den hier besonders geil, weil du dazu gesagt hast, ey, der kostet 30 Euro, genau. 40 Euro oder so. Und den kann man einfach so wirklich 3-4 Mal am Tag auch auftragen. Und ich dachte mir, ey, also das hier, das kostet ein paar hundert Euro oder so. Ne? Genau. Und im Vergleich dazu nehme ich auch gerne mal so einen günstigeren. Aber das hat mich interessiert. Also du würdest sagen, ich sollte toll mit dem Süßlichen gehen hier. Also es gibt ja so ein Sprichwort, man wertet den Mann auch an seiner Frau. Mhm. Also wenn ich deine Freundin sehe, dann kann ich dich auch so ein bisschen danach werten. Und ich werte Leute aber auch nach der Parfümkollektion, Alter. Die ist geil, Mann. Die ist geil, Alter. Also das ist schon kein Kindergarten-Style. Ich war ja im Fernsehen, 20.15 Uhr und RTL Sonntagnachmittag exklusiv, was ich als Kind irgendwie gesehen habe, das Leben der Reichen und Schönen und so. Das bringt alles gar nichts, Mann. Mhm. Sowas wie wir jetzt machen, weißt du, das bringt Follower und Reichweite und organischen Reichtum. Also wir sind mittlerweile RTL und so weiter, weißt du. Also ich bin happy, dass ich hier sein kann und du mich auch mitbewirbst im Prinzip auf deiner Plattform. Ey, du darfst es nicht vergessen. Also ich weiß nicht, wie sehr du das selber auf dem Schirm hast, aber über die deutschen Grenzen hinaus hast du dir irgendwie einen Namen gemacht, dadurch, dass du dich entschieden hast, auch englischen Content zu machen. Ja. Du weißt gar nicht, wie viele deutsche YouTuber damit auf die Fresse geflogen sind. Oh ja. Wie viele versucht haben, möchte jetzt nach Dubai gehen, ich möchte jetzt nach Amerika gehen und die Communities, die Deutschen, die wollen halt natürlich auch deutschen Content haben. Also musst du sagen, okay, ich fange irgendwo von null an und baue mir praktisch zwei verschiedene Standbeine auf. Und das eine, ich hab, wenn du deinen Namen auf YouTube eingibst, da gibt es Leute ballert ohne Ende, mit Millionen Reichweiten aus Amerika, die sagen, okay, ich gucke mir den an. Ich hätte gerne noch ein Statement von dir, was wir in Zukunft noch von dir erwarten dürfen. Hast du irgendwie ein Ziel oder sagst du, ich bin number one, ich renne einfach USA? Weiter? Ich hab so einen Granatendeal, alter Schwede. Okay, wenn ich wirklich Milliardär werden würde, dann habe ich die Chance, durch folgende Option das zu werden.
aber ich werde sie jetzt nicht verraten. Aber ich hab sie, Alter, mit so einem Typen aus Malibu, die ist so krass. Nee, dann verrat's auch nicht. Also wenn, nee, weil manchmal ist es besser, es erst zu tun und dann darüber zu reden. Und also die Milliardärssache ist in Planung, finde ich geil. Mit Parfums? Ja, mit Parfüms. Ich wäre der erste Parfüm-Milliardär, soweit ich weiß. Und das ist schneller gemacht, als du denkst. Wenn du wüsstest, wie. Also ich habe dein Konto gesehen, ich glaube dir alles. Ja gut, aber du musst immer noch unterscheiden, Millionär oder so und so viel ist echt was anderes nochmal als Milliardär. Aber egal. Und ich schreibe mir übrigens als drittes Ziel, das wissen viele nicht, schreibe ich mir auch auf, have the Jeremy Fragrance TV Show like Dr. Oz. Ich fand Dr. Oz immer ganz cool, das ist so ein Türke, der in Amerika groß geworden ist. So ich dann so Arnold Schwarzenegger-Style, auch in Amerika groß, hätte ich auch gerne so eine TV-Show. Das heißt, was könnt ihr von mir erwarten? Also drei Dinge werden kommen. Noch krassere Parfümprodukte von mir selber. Übelste A-Promi-Deals in der Parfümbranche. Und Jeremy Fragrance Empire vergrößern. Ocean Drive, Miami Beach, Parfümgeschäft. The Fragrance, Fragrance Me, Zeitschrift und TV-Show. Also alles so, weil wenn du dir nochmal überlegst, Geld kannst du nicht vererben, deine Kinder kucksen sich dann voll oder hassen dich dann irgendwann. Die Story gibt's auch. Die hassen die reichen Eltern, weil die sagen, mein scheiß Vater hat mir meinen BMW geschenkt und ich kann mir jetzt nie wieder das Feeling selbst erarbeiten, das ich selbst geschafft habe. Ich hasse dich, Dad! Sowas gibt's so, so diese typischen Beverly Hills Kids. Müsst ihr mal recherchieren, in Amerika gibt's sowas. Und also kannst du deinen Kindern nicht mal vererben. Du kannst es sowieso nicht mitnehmen. Dein Haus hat irgendwann eher irgendein anderer. Und das Einzige, was bleibt, ist echt das ultimative Dopamin, ist es, in den Himmel zu kommen. Geil. Das heißt, du wirst als Milliardär und Familienvater von der Erde gehen. Das sind so große Ziele, habe ich rausgehört. Ja, die Idee ist, wir alle arbeiten ja auf etwas hin, auf das wir uns freuen. Wir freuen uns, die Frau zu sehen, freuen uns, Datteln zu essen. Und das ultimative Dopamin, da bist du aber so fierce, da bist du fiercer als der fierceste Motherfucker, den es gibt. Ich habe das irgendwie ein paar Stunden mal durchgezogen. Da hatte ich so das Mindset, don't look forward to anything. Mhm. Wenn du dir das mal vorstellst, freu dich auf gar nichts, Punkt. Außer in den Himmel zu kommen. Dann restriktierst du dich von allerlei Freunden, die es gibt auf der Welt. Und dann fällst du erstmal in ein Loch und dann sagst du, oh, ist das schwer, Alter. Aber die Letzten werden die Ersten sein. Und auch mein Weg geht weiter und wir gucken, wo er weitergehen wird. Ich werde dich auf jeden Fall im Auge behalten, mein Lieber. Definitiv. Und hast du noch einmal deinen Power-Slogan für uns? Ich würde dich was anderes fragen. Mein Vater hat mir was gesagt, meine Mutter hat mir was gesagt und ich wüsste gern, was du deinen Zuschauern sagst. Mhm. Also mein Vater hat mir gesagt, ich würde dir mal empfehlen, einmal in deinem Leben zur Beichte zu gehen. Habe ich mal gemacht. Meine Mutter hat mir gesagt, follow your heart. Das sind so, mein Vater hat mir gesagt, geh mal zur Beichte. Meine Mutter hat mal gesagt, follow your heart. Was sagst du, was wirklich so eine Kernmessage von dir ist, die so richtig du bist? Glaubt an euch. Klingt so flach und ich sag dir trotzdem, dass die Stärke in einem selber manchmal erstmal so ein bisschen erwachsen muss. Ich habe das als Teenager, ich bin noch keine 30, als Teenager habe ich selber so ein bisschen mit mir gehadert und fand mich auch nicht unbedingt so geil. Du hast da, glaube ich, schon früher dieses Selbstbewusstsein inne gehabt und ich weiß aber, dass es sehr vielen in diesem Alter so geht, sehr viele auch diese Videos schauen und ich sag's dir, wie es ist. Es braucht eine Zeit, aber ich habe es mir dann als Ziel gesetzt. Ich will da irgendwie rauskommen und du musst halt erstmal eine Sache finden, die du an dir geil findest. Und da musst du dann auch wirklich dranbleiben und sagen, die ist geil und plötzlich merkst du, boah, ich sehe noch ein paar andere Sachen an mir, die ich geil finde. Und du musst nicht alles an dir cool finden. So, das reicht, wenn du ein paar Sachen hast, wenn du in den Spiegel guckst und die siehst und sagst, boah, okay, really nice, ne, das passt zu mir, ich kann damit rausgehen, ich kann damit auch mal auf eine Frau zugehen und bin selbst davon überzeugt, dass ich sie für mich gewinnen kann, weil ich das selber so feier und so ausstrahle. Das hat eine Zeit gebraucht und auch wenn ich mir irgendwie einen Traum in den Kopf gesetzt habe, dann muss man darauf hinarbeiten, aber ich habe, glaube ich, bisher in meinem Leben
alles, was ich irgendwie anfassen wollte, irgendwann mal schaffen wollte, bisher geschafft. Und ich habe sicher noch größere Ziele. Deshalb frage ich Menschen wie dich auch immer, du bist schon so weit, wohin willst du noch? Und du musst irgendwie ein weiteres wachsen. Ziel haben, damit du wachsen kannst. Ich gebe euch einen Tipp. Glaub an dich klingt gut, glaub an Gott klingt besser. Wenn du in der Schlange stehst beim Aldi und die Aldi-Verkäuferin dich behandelt, als wärst du ein Stück Scheiße, dann denken sich manche Leute, uninteressant. Aber wenn du Glaube an Gott hast, wenn du für Gott es tust und nicht selber du Gott bist, weil irgendwann glaubst du so sehr an dich, also denkst du, dass du Gott bist, das machen wir besser nicht. Deswegen, in der heutigen Zeit ist das, ist das Gott oder so. Und denkt immer dran, wer ist die oberste Autorität in deinem Leben? Und falls du das nicht weißt, da musst du erstmal so weit zurückgehen, Alter. Dann bist du so noch in der Matrix drin, Alter. Geil, du. Den gebe ich dir mit. Den kannst du mal ein bisschen studieren. Die Jungs werden sich freuen. Also es hat ein bisschen was von Terre de Hermes. Gemischt mit Thierry Mugler's Patchouli-Note Angel. Tja, hält der lange? Das ist immer die Frage. Das ist die Frage. Das müssen wir noch testen. Aber die Kappe ist echt genauso billig wie meine, aber das ist nicht relevant. Weil guck mal, die kostet 20 Cent und die hier kostet 2 Euro. Wenn du jetzt ein 18-jähriger Unternehmer bist und 12.300 Euro gespart hast, dann fragst du dir, okay, ich muss 10.000 Düfte produzieren, 10.000 mal 2 Euro sind 24.000 Euro oder so und das sind 2.000 Euro, ich mach das hier. Und die Leute werden dich sowieso haten, Alter. Weil in der heutigen Zeit kommst du nicht drum herum, weil es zu viel von allem gibt. Und der einzige Weg, um Zuschauer zu generieren, ist edgy zu sein. Am besten natürlich in die positive Richtung. Aber das bist du. Ja, das hauptsächlich. Aber weißt du, manchmal edges auch an wie ein geiler Duft. Auch der ist so stark zitrisch. Der manchen Mädels ist ja zu saurerartig. Die sagen, das riecht wie Toilettenreiniger, weil er so saure Zitrone ist. Aber edgy, du musst edgy sein, disruptiv, wie das Internet das Fernsehen zerstört hat, wie Bitcoin die Währung zerstört hat, wie das Handy das Telefon zerstört hat und alle anderen zerstören. Und weißt du die Waffenindustrie auf links drehst. Alter Schwede, Mann, wenn du wüsstest, Mann. Und gleichzeitig kriechen die mir in den Arsch, gleichzeitig hassen die mich und gleichzeitig krieg ich 25.000 Dollar von denen und hinten rucks. Für einen TikTok. Und gleichzeitig sagen die, wir wollen keinen Graumarkthandel hier so. Du weißt schon, diese parfumidealo.de, hier den billig kaufen. Aha, aber trotzdem, hinter die Tür geben die das schon den Brands, dass sie das billig verkaufen, weil die ja doch Umsatz wollen. Also, nichts bleibt im Verborgenen, was im Verborgenen gesagt wird. Real Talk. So. Das ist nicht von mir der Spruch. Googelt mal von trotzdem. Dem. Mic Drop, Jeremy Fragrance, Freunde, schaut bei ihm vorbei. Das waren alles nicht seine Parfums. Ich muss mir mal deins noch besorgen. Schicke ich dir. Vielen, vielen Dank. Freue ich mich drauf. Und schaut bei ihm vorbei auf Instagram, auf YouTube, sonst wo. Checkt sein Parfum ab. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke, Bro. Bis zum nächsten Mal. Gut. Bis dann. Tschüss.